Hallo zusammen. Entschuldigt den Lärm im Hintergrund, aber ich habe hier an einer Hauptstraße geparkt und zwar in Saalfeld an der Saale und werde jetzt einfach mal spontan in die Stadt gehen, da es mehr oder weniger stark durchgehend regnet, zu Fuß und nicht mit dem Rad, weil ich dann mit dem Schirm doch die besseren Optionen zum Filmen habe. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran, auch bei dem Schmuddelwetter. Hier Richtung Köditzgasse hat man schon mal so einen schönen Blick auf den Turm mit dem angrenzenden Fachwerkhaus dazu. Und da gibt es auch so einen kleinen Bogen, wo man durch kann. Werde ich natürlich direkt nutzen. Habe gerade erst mal ein Foto gemacht von der Gasse hinter dem Graben, damit ich auch weiß, wo ich geparkt habe, dass ich nachher wieder zurückkomme. Und hier ist dieser Blick schön Richtung Innenstadt jetzt. Was ich ja so mag, optisch, ist dieses Kopfsteinpflaster, passend zu den historischen Gebäuden. Zum Fahren ist es immer so grenzwertig, finde ich, aber um sich das Ganze anzuschauen, sehr schön. Auch wenn man hier mal so in diese Hinterhöfe schaut, diese klassischen historischen Gebäude. Ich will jetzt nicht reingehen, weil es ja privat ist, aber sehr ansprechend. Könnte mir wohl auch gefallen. Hier hat man einen schönen Blick auf altes Schloss, alte Münze. Und wenn man sich hier mal so leicht dreht, die alte Marktapotheke, filme ich vielleicht gleich von der anderen Seite nochmal. Aber hier Richtung Ratskeller, das ist ein super Anblick. Auf der linken Seite dann hier Hotel Anker, auch alles in diesen historischen Gebäuden, gefällt mir sehr gut. Hier hat man jetzt noch mal einen besseren Rundumblick auf die historischen Gebäude. Ah, ich habe glaube schon wieder Regentropfen auf der Linse, muss ich erst mal schauen. Ja, ich habe gerade mal versucht nachzuschauen wegen den Inzidenzzahlen hier, weil tatsächlich alle Geschäfte, Gastronomen und so weiter offen haben. Oder sehr viele zumindest. Aber habe jetzt konkret nichts gefunden. Ich trage jetzt mal meine Maske, weil der ein oder andere eine trägt, aber so sicher bin ich mir hier nicht. Obwohl in den Gassen hier, wo eh keiner ist, kann ich es auch wieder absetzen, denke ich. Hier ist das Klosterstübel, das älteste Bierlokal Saalfelds, auch wenn es gerade gar nicht danach aussieht. Ansonsten fasziniert mich hier der Blick auf dieses Klostergebäude und den Überhang von diesem mehr oder weniger schweinchenrosafarbenen Haus. Oh, hier hat man aber einen ganzen Blick auf das Gebäude. Zurzeit findet eine Sonderausstellung statt, Places of Silence, also Plätze der Ruhe. Aber aufgrund Corona geschlossen. Dieses hier vor mir ist der Dürerbau und da ist irgendwie landestechnisch was untergebracht. Was faszinierend ist, dass die Wohnhäuser von hinten einfach mit diesem Bruchstein unverputzt so bleiben. Die werden dann doch von innen wahrscheinlich sehr gedämmt sein müssen, wenn das überhaupt machbar ist. Hier wächst am Wegesrand überall der Flieder und das ist ein herrlicher Duft. Ihr werdet es wahrscheinlich selber kennen. Dort vor mir ist das Clubhaus der Jugend. Es macht jetzt auf den ersten Blick nicht den Eindruck, als wenn es wirklich geöffnet wäre. Aber für die Jugend durchaus ansprechend, denke ich mal. Weil besser solche Räumlichkeiten als gar keine Räumlichkeiten, wie es ja in vielen Städten und Gemeinden ist. Und das hat auf jeden Fall Potenzial. Direkt daneben schaut man hier wieder auf so einen kleinen Stadtturm. Und das sieht aus, als wenn eine Treppe hochgeht. Das probiere ich jetzt erstmal. Der Eintritt ins Tor ist zurzeit leider auch nicht möglich. Nicht weiter dramatisch. Hier wäre es hochgegangen, so eine Wendeltreppe. Aber auch so ist es auf jeden Fall schon mal schön. Und auch hier wieder ein herrlicher Blick Richtung Stadtmitte. Hier ist die andere Seite von der Fußgängerzone.
Auch da geht man wieder auf so ein schönes Stadttor zu und hat an den Rändern hier schon schön bepflanzt. In Erfurt, was ja auch nicht weit weg ist, ist ja die Bundesgartenschau zurzeit. Und ja, selbst das wäre eigentlich ein Besuch wert. Muss ich mal schauen, liegt ja im Grunde noch auf dem Weg, wie da die Regeln sind. Aber hier erstmal der Blick auf die Kirche. Hier gegenüber ist auch so ein Gasthaus, das Loch nennt sich das Ganze. Entschuldigt die Regentropfen auf der Linse, aber ich komme nicht gegen an. Also die Gebäude sind hier echt traumhaft. Schaut euch mal alleine diese Feinheiten bei diesem Erker an. Echt klasse, auch farblich. Sehr gut gewählt. Ja, ich werde jetzt hier durch diesen Turm nochmal durchgehen und wieder Richtung City, weil hier oben ist jetzt Ende. Da kommt nur noch, ja, erstmal nur Sachen, was ich nicht so gerne sehen möchte. Nächste Gasse, nächstes Staunen. Gut, hier ist noch eine Baustelle, aber die Gebäude, echt bemerkenswert, wie gut die teilweise wieder in Schuss gebracht werden. Das Ganze hier vor mir ist eine Gedenkstätte für die nach 1945 zurückgekehrten Opfer des Stalinismus. Das ist alles so eng in den Gassen hier. Ich kriege es leider nicht anders raus, als immer so einen Schwenk zu machen. Hier in diese Richtung konnte man gerade so zwei große Türme sehen, die noch zu einer alten Burg gehören könnten oder sowas in der Art. Da zieht es mich dann doch jetzt erstmal hin. Ich bin jetzt schon ein bisschen außerhalb vom Zentrum und schleiche so durch die Gassen, um noch das ein oder andere Schöne vielleicht zu entdecken. Und meistens gelingt das ja auch. Ja, da vor mir, das sieht doch schon ganz nett aus. Dort ist die Ruine zu sehen mit den zwei Türmen. Es gibt da vorne einen Eingang zum Hotel Hoher Schwarm. Das könnte sein, dass man von da aus hinkommt, sah aber eher eingezäunt aus. Ich schau mal, ob es hier irgendwie weitergeht oder ob das Ganze komplett geschlossen ist. Hier hat man so einen kleinen Blick durch das Gatter in diesen Innenhof. Habe ich ja auf der anderen Seite schon gesehen, da stand irgendwas an Hinweistafeln. Und tatsächlich geht es hier rein zur Burgruine Hoher Schwarm. Stadtburg der Grafen von Schwarzburg, als Wohnturmburg um 1300 erbaut. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts Ruine, einziges Wahrzeichen von Saalfeld. Ja, dann riskiere ich doch mal einen Blick. Auf jeden Fall ein sehr schöner Innenhof oder Garten. Aber der gehört zu so einem Wohnsitz ja auch dazu. Und hier geht es jetzt auf die Ruine selber zu. Ja, war schon ein beachtliches Hütchen hier. Oh, jetzt kommt noch der Wind dabei. Also wenn der Schirm zwischendurch mal im Bild ist, dann liegt es daran, weil er mir sonst weggedrückt wird. Aber dank der Puschel ist ja wenigstens der Ton jetzt immer gut. Oder so gut wie möglich. So, das Radfahren und Beklettern ist hier untersagt. Ja, das können wir, glaube ich, alle nachvollziehen. Man kann auch dort durchgehen. Das machen wir doch jetzt mal. Es ist hier wirklich sehr schön gemacht. Man geht immer wieder hier durch so kleine Türchen durch. Ach, da unten hätte ich jetzt auch hergehen können. Aber hier geht auch, denke ich. Ja, können wir erst den Schirm wieder einmal wegmachen. Ach nee, hier kommt man dann ganz raus. Ja gut, da muss ich erst noch mal schauen. Hier guckt man runter auf so einen kleinen Park. Und dann in die Ferne. Ja, ich schau mal. Da vorne kann man bestimmt wieder reingehen. Und wenn nicht, nehme ich denselben Weg zurück. Ich hoffe, das ist okay für euch, dass ich zwischendurch den Apparat laufen lasse und nicht so viel stückel.
Was hier auch bemerkenswert ist, ist der Duft von diesen ganzen Blüten immer. Man musste doch durch diese kleine Gasse gehen hier, um hier dann hinzukommen. Oh, ganz schön rutschig. Da war ich ja gerade. Und das ist jetzt dann der Blick einmal hier so hoch. Ah, jetzt habe ich gerade die Linse sauber gemacht. Naja, nicht so dramatisch. Und der Blick hier so durch das Türchen, wo ich vorhin auf der anderen Seite stand. Nicht viel zu sehen, aber sehr schön. Wenn man dann hier weiter durch diesen kleinen Park geht, nenne ich es mal, kommt man wieder auf der Seite raus, wo weitere von diesen historischen Gebäuden sind. Da gehören sogar Anwohnerparkplätze zu, so wie ich das da vorne sehe. Also zum Wohnen hat das natürlich schon was. Ich denke mal, das kleine Nebengebäude dort ist nicht bewohnt anhand der Gardinen. Aber könnte ich mir durchaus auch gut vorstellen. In so einem Ambiente, warum nicht? Dann am besten noch im Wald, wie so ein altes Jagdschloss. Ja, träumen darf man ja mal. Jetzt, wo ich näher dran bin an dem Schild, nur für Mitarbeiter der Musikschule. Das heißt, entweder nur hier im Anbau oder in dem ganzen Gebäude ist sogar eine Musikschule untergebracht. Durch den nächsten Torbogen geht es jetzt Richtung Bahnhof. Das schaue ich mir natürlich auch an, wenn ich schon mal hier bin. Bevor ich aber zum Bahnhof gehe, sehe ich gerade, hier runter geht es zur Saale. Da muss ich natürlich auch erst einmal runter und schauen, wie man da am Wasser mal hinkommt. Ja, und die Kontrollen sind auch hier scharf. Also Polizei ist echt überall und Ordnungsamt sowieso. Einen herrlichen Blick auf die Brücke hier und auch auf das Treibgut, was sich dort staut, da das Wasser hier anscheinend nicht so hoch ist. Ich habe mich gerade mal kurzfristig umentschlossen, nicht Richtung Bahnhof zu gehen, sondern hier so entlang der Saale ein wenig, weil das doch recht vielversprechend aussieht. Und einen Bahnhof kennen wir ja alle. Aber vielleicht gehe ich ja gleich nochmal hin. Fand aber diese Richtung jetzt erstmal schöner. Da vorne sind so kleine Staustufen eingebaut, um Fließgeschwindigkeit zu generieren. Und sowas finde ich ja wunderschön. Ihr merkt, ich schwärme schon wieder. Auch wenn das Wetter alles andere als angenehm ist. Ich genieße es trotzdem. Alleine schon mal wieder in einer ganz anderen Region zu sein, das tut doch unheimlich gut. Und hier mit dem Wasser, wie immer, könnt ihr euch da selber ein Urteil bilden. Aber ich stehe drauf. Und gehe auch mal direkt bis unten hin. Ja, ist das stabil? Ja, macht einen stabilen Eindruck. Hier sieht man so einen Teil einer alten Mauer, dahinter Obstbäume. Hier geht es Richtung eines Parks, würde ich mal sagen, oder Naturweg. Und ich gehe jetzt auf die Karl-Zeiss-Brücke. Und zwar aus dem Grund, weil man dann noch mal einen schönen Blick hat entgegen der Fließrichtung. Dann kommt das ein bisschen besser zur Geltung, was ich vorhin meinte, was mir doch sehr gefällt. So könnt ihr mich wahrscheinlich besser verstehen, warum ich das so toll finde. Und die vielen Schwalben hier. Finde ich auch klasse. Vorhin schon ganz viele Nester gesehen unter der Brücke dort hinten im Bild. Dort geht es jetzt wieder hoch zum historischen Stadtkern. Dann werde ich mir da mal die andere Richtung noch anschauen.
und hoffen, dass es da so schön weitergeht. Langsam grummelt mein Magen. Es ist auch schon irgendwie Richtung 14 Uhr. Und jetzt muss ich mir überlegen, ob ich anfange im Bulli bei dem Wetter zu kochen, was noch nicht so hundertprozentig geht. Wie ihr wisst, bin ich mit dem Ausbau ja nicht fertig, weil es so die ein oder anderen Sachen ja einfach aufgrund Corona momentan nicht gibt bzw. nicht zu bekommen sind. Deswegen überlege ich, ob ich mir mal irgendwas Fertiges hier hole oder gleich mal was koche, weil Schmacht habe ich auf jeden Fall. Das Gute ist, dass es wenigstens nicht kalt ist. Es sind 14 Grad und da kann man es eigentlich ganz gut aushalten, auch bei dem Regen. Und das nenne ich mal eine amtliche Grundschule. Staatliche Grundschule Caspar Aquilia. Das ist schon beachtlich von der Größe für eine Grundschule. Aber ist halt auch eine Stadt hier, muss man ja auch berücksichtigen. Von hier hat man jetzt mal einen schönen Blick, wenn ich gerade einen LKW vorparkt, auf das erste Tor, wo ich durchgegangen bin. Hier geht es gerade noch mal in so einen Hinterhof rein. Ich habe nur die Skulpturen gesehen und dachte mir, das nehme ich auf jeden Fall mal mit. Ach so, ja gut. Es sind auch wirklich nur diese beiden Skulpturen. Viel mehr ist hier nicht. Ja. Aber passend zum Wetter schaut sie nach oben und fasst sich an den Kopf und denkt, mein Gott, Mitte Mai, das muss doch mal besser werden. Naja, das ist auch schon Kopf hängen. Naja, Spaß muss sein, ne? Ihr kennt mich ja mittlerweile. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir doch beim Chinesen eben hier so einen gebratenen Reis mit Hühnerfleisch geholt. Alles andere wäre jetzt sinnfrei gewesen. Also, futtern, stärken, weiter. Ich hatte oben nur das Straßenschild gesehen, Schlossstraße. Und ich dachte, ich gehe mal runter, vielleicht gibt es ja hier ein Schloss oder einen Park. Und hier ist tatsächlich das Landratsamt untergebracht. Und zwar hier auf der anderen Seite des Brunnens, wie ihr vielleicht auch erkennen könnt anhand des Gebäudes. Ich bin jetzt hier am Schlossbrunnen. Schöner alter, ja, runder Brunnen mit kleiner Pumpe in der Mitte. Und gehe einfach mal weiter da Richtung Landratsamt. Da darf man ja wahrscheinlich auch rein. Hier ist jetzt der Eingang zum Schlosspark. Ursprüngliche Anlage in französischem Stil mit Teehäuschen, Orangerie und seitlich erbauten Marstallgebäude, entstanden um 1700. Hier gibt es die Schlossparkbienen, Schau- und Lehrbienenstand. Das ist doch auch mal was. Und zwar sieht man dort die Imkerkästen. Wie heißen sie denn? Ich komme gerade nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Da vorne ist so eine kleine Foliere zu sehen. Ich drehe erstmal eine Runde. Auch wenn das bei dem Wetter deutlich angenehmer sein könnte, als es jetzt ist. Aber was soll ich machen? Bienenstöcke natürlich. Ich kam vorher nicht drauf. Aber manchmal hat man so ein Brett vorm Kopf. Gut, wenn sich das Brett gelegentlich löst und einem das dann doch wieder einfällt. Dahinter ist so ein kleiner Teich, aber den zeige ich gleich von der anderen Seite nochmal. Hier sieht man den Teich jetzt besser mit der Trauerweide da drin. Ein bisschen viel Algen, aber das legt sich schon noch. Ansonsten, wenn man hier so an den Rand kommt, hat man wieder mehr oder weniger ein bisschen Fernsicht. Soweit dieses trübe Wetter das zulässt. Die Rapsfelder zwischendurch stechen da besonders ins Auge. Jetzt hier schwer zu erkennen wahrscheinlich. Da so ein bisschen das Gelb am Durchschimmern.
So, mit dem Blick in die Ferne, ins Tal, auf die Saale, die ihr dort unten bestimmt gut erkennen könnt, und auf die Rapsfelder, die ich gerade angedeutet habe, dort im Hintergrund, möchte ich mich für heute mit diesem Video verabschieden. Ich bin durch. Selbst die Gore-Tex-Schuhe lassen so langsam aber sicher das Gefühl der Feuchtigkeit durch. Sie sind nicht nass, aber es reicht. Ich bin jetzt hier gute 4 Stunden am Laufen und ich weiß nicht, ob ihr den Regen hört, aber es ist schon kräftig. Sehen tut man irgendwie gar nicht so richtig, habe ich das Gefühl, vor der Linse jetzt hier. Aber wie gesagt, nach ein paar Stunden ist die Feuchtigkeit halt irgendwann durch. Daher hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Macht's gut, euer Markus.